Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. In der letzten Folge haben wir den ersten Roboter von Rätsel 125 verfolgt und jetzt einfach den zweiten. Er geht hier oben dran vorbei. Hier rechts geht er lang. Hier unten lang. Geht hier lang. Nach rechts. Kommt natürlich an dem vorbei. Geht nach oben. Da kommt er wieder hier vorbei. Entweder habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Bei mir bleiben jetzt drei Räume offen. Das aber die Abbiegemöglichkeiten nicht sein werden, weil wenn er an einer Abbiegung vorbeikommt, ich nehme mal an, die werden alle Abbiegungen benutzen, passt das hier oben nicht, aber der Raum muss es sein. Dieser. Also neu. Und genau dieser Raum müsste es eigentlich sein. Versuchen wir es damit. Das ist meine Antwort. Yippie! Ich wusste es. Damit haben wir das geschafft. Mit der Präzision einer Maschine. Nicht einmal Clives konnte Professor Layton und seine Begleiter in die Irre führen. Rätsel 125, Roboterpatrouille, ist im Rätselindex spielbar. Da ist er ja! Richtig, Luke. Nun müssen wir nur noch die Koordinaten ins Terminal des Transportlifts eingeben. Los! Wir folgen Ihnen auf dem Fuße, Professor. Celeste, ich wollte Sie etwas fragen. Was denn, Luke? Wie in aller Welt haben Sie es geschafft, in diesen Koloss... Wie in aller Welt haben Sie es in diesen Koloss hineingeschafft? Der Professor und ich mussten irrwitzige Manöver durchführen, um hier hinauf zu gelangen. Immerhin bewegt sich die Festung in einem Monstertempo. Wie konnten Sie sie einholen? Haha, wusstest du denn nicht, dass ich eine Hexe bin, Luke? Ich habe mich einfach auf meinen Hexenbesen gesetzt und bin simsalabim zu euch geflogen. Nun nehmen Sie mich doch bitte nicht auf den Arm. Genau, es ist eine unpassende Situation, um Scherze zu machen. Hahaha, na gut. Wenn du es wirklich wissen willst, dann verrate ich dir mein kleines Geheimnis. Die Tür rechts führt zu einem Deck an der Turmaußenseite. Sieh doch mal nach, was dort steht. Dann schauen wir uns das mal an. Ah, ein Hubschrauber. Ach du grüne Neune, das ist ja Don Paulos Fluggerät. Flugapparat meine ich natürlich. Ganz genau. Nachdem ich ihn anflehte, mich hierher zu bringen, willigte er schließlich ein. Per Fernsteuerung hat er seinen Flugapparat vom Boden aus bedient. Beeindruckend, was? Das können Sie laut sagen. Sie hingegen wirken überhaupt nicht überrascht, Professor. Nun, mir war bereits klar, dass Paul seine Flugmaschine einsetzt, wenn es nötig ist. Schließlich ist er damit auch aus dem Labor geflohen, stimmt's? Ihnen geht wirklich nichts, Professor. Also können wir jetzt auch die Festung nach unserem Belieben betreten und verlassen. Richtig gefolgert, Luke. Du willst doch jetzt nicht das Weite suchen, oder? Nie im Leben, aber Flora können wir damit aus der Gefahrenzone bringen. Nein, ich lasse euch nicht allein. Ich verstehe, Flora. Man muss immer in der Nähe der Menschen bleiben, die man lieb hat. Ja, aber gut zu wissen, dass wir damit jederzeit das falsche London in das falsche London zurückkehren können. So können wir alle unerledigten Dinge nachholen, die wir dort zurückgelassen haben. Sehr gut. Lasst uns aber nicht weiter hier draußen hadern. Wir müssen zum Generator. Huch, Sie haben ja recht. Dann nichts wie los. Auf zum Generator, weil ich glaube, in London haben wir nichts vergessen. Rein in den Aufzug. Professor, jetzt da wir die Koordinaten des Generatorraums kennen, wo genau sollen wir die denn eigentlich eingeben? Ich bin mir recht sicher, dass eines dieser Terminals hier zur Koordinateneingabe dient. Ah, was ist denn mit diesem dort? Zumindest kann man darauf Ziffern eingeben.
Das Terminal mit dem leuchtend grünen Monitor? Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Gib du die Koordinaten ein, Luke. Damit sollten wir in Windeseile zum Generatorraum gelangen. Aha! Sehen Sie, Professor, die Schaltfläche für den Generatorraum leuchtet. Ab zum Generatorraum. Ja. Du hast dein Ziel erreicht. Generator. Was gibt's hier alles? Denken Sie, dass dieses seltsame Licht gefährlich ist? Monitore, Hinweismünzen. Der Generator. Er sieht angemessen unheilvoll aus. Dies ist also das Herz der Festung. Dort liegt die Hauptkontrolleinheit des Generators, aber sie ist mit einem Schott gesichert. Anscheinend ist es mit einem Rätsel verriegelt. Wollen Sie es versuchen, Professor? Ich werde mein Möglichstes tun. Rätsel 126, 10 Züge Zauber, 50 Pikarat wert. Um dieses Sicherheitsschloss zu knacken, musst du die Blöcke A und B in 10 Zügen oder weniger vertauschen. Dann mal los. Ah, neu. Ich brauche 10 Züge, seid ihr bekloppt, ein Schieberätsel auf Zeit zu machen? Sechs habe ich noch. Vier. Zwei. Na toll, das geht gar nicht. Oh mein Gott. Acht. Zwei, neu nochmal. Rüber, rüber. Hoch. Neu. Rüber. Rüber. Hoch. Rüber. Verdammt, das geht gar nicht. 10 Züge, wie soll man denn das machen? Rüber. Rüber. Nein, das ist nur noch ganz wenig übrig. Okay. Rüber, rüber. Ich habe nur noch einen. Ja, toll. Sechs Züge frei. Drei.
2, 1. Und das klappt nicht. Ach, nochmal. Rüber, rüber. Rüber. A ist drin. Rüber. Runter. Links. Ah, keine Züge mehr übrig. Verdammt nochmal. Links. Links. Rüber. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt habe ich es raus. Okay, rüber, rüber. Dahin. Dahin, dahin. 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 Zwei, verdammt, wie soll denn das gehen? Zwei, einer. Und das reicht nicht. Wie soll man denn das lösen? Rüber. Rüber. Runter? Hm. Das klappt nicht, das klappt nicht. Liebe Leute, ich mache eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.